Ich bin mir sicher, dass ihr alle, Creepypasta-Leser und Hörer, an die Hilferufe-Geschichten gewöhnt seid. Hilf mir, bla bla bla. Ich will euch nicht mit einer weiteren dieser Art langweilen. Selbst wenn du mir helfen wollen würdest, würde mir deine Hilfe nichts bringen, denn sie ist nutzlos. Warum? Weil du kein Mitglied bist. Ich wünschte mir nur, dass ich es auch nicht wäre. Es fing alles sehr harmlos an, mit einem Telefonanruf. Ich bin schon seit ein paar Stunden auf den Beinen, packe und räume auf. Ich warte darauf, dass der Klempner anruft. Ich bin erst vor kurzem in eine neue Bude gezogen und die beauftragte Firma hat wirklich alles falsch gemacht, was man nur hätte falsch machen können. Aus diesem Grund muss ich nun kompetentere Leute anrufen, die das gerade biegen, was der Auftragnehmer verzapft hat. Das Telefon klingelte um 12.06 Uhr am Nachmittag. Nicht schlecht, dachte ich. Normalerweise denken Klempner nicht einmal daran, sich vor 5 zu melden, geschweige denn aufzukreuzen. Als ich den Hörer abnahm, hatte ich nicht mal die Chance, Hallo zu sagen, bevor sich eine Frau am anderen Ende meldete und sagte: Bitte warten Sie, bis einer unserer Mitarbeiter frei wird. Ich hüpfte hoch und setzte mich auf einen Schrank in der Küche. Dies war einer der wenigen Plätze in meiner Bude, welcher nicht mit Kartons vollgestellt war. Fahrstuhlmusik drang in mein Ohr. Ich begann schläfrig zu werden. Willkommen bei Buford Industries. Mein Name ist Simon und ich werde heute Ihr Operator sein. Name? Samuel Karras. Sir, wir wissen, wer Sie sind. Ich bin Ihr Operator. Bitte geben Sie mir einen zu erreichenden Namen. Ich verstehe nicht. Es kann jeder sein, Sir. Wir brauchen lediglich einen Namen. Oh, okay. Harold Withers. Sir, als Ihr Operator muss ich Ihnen mitteilen, dass fiktionale Namen oder Namen von Personen, welche Sie nicht kennen, nicht verwendet werden können. Verwendet für was? Neustart. Neustart? Ist das der Name des Klempners? Willkommen bei Buford Industries. Mein Name ist Simon und ich werde heute Ihr Operator sein. Name? Ich nahm das als ein Ja und gab den Namen von meiner Ex-Freundin an. Jessica Goodwin. Jessica Goodwin, die Erneuerung ist angesetzt auf den 21. August 2015. Wollen Sie den Termin verlegen? Okay, wer ist da? Bist du das, Jessica? Versuchst du mich zu verarschen? Hallo? Ja oder nein, Sir? Ja? Ich hätte Dienstag noch einen Termin frei. Geht das? An diesem Punkt dachte ich, ich würde wirklich verrückt werden und das hier sei wirklich die Klempnerfirma. Wie ist es mit heute? Haben Sie irgendetwas für heute frei? Normalerweise können wir Termine nicht auf einen so kurzen Zeitraum verschieben, jedoch hatten wir heute eine Absage. Würde 15 Uhr okay für Sie sein? Na, 15 Uhr ist gut. Dann ist es 15 Uhr. Wollen Sie einen Anstandsanruf? Natürlich. Wunderbar. Wir von Buford Industries bedanken uns und heißen Sie willkommen in unserem Club. Wir wünschen Ihnen einen fabelhaften Tag. Ich rollte mit den Augen und wendete mich wieder dem Auspacken der Kartons zu. Mein Telefon klingelte punktgenau um 15 Uhr am Nachmittag. Hallo? Sir, hier ist Simon von Buford Industries. Der Anruf beginnt jetzt. Wie der Anruf beginnt? Warum tust du mir das an? Jessica? Sir, sie kann sie nicht hören. Das ist ein Anstandsanruf. Der Termin wurde schon beendet. Bitte. Ich werde alles tun, was du willst. Ich werde... Der Auftrag wurde ausgeführt. War alles zu Ihrer Zufriedenheit?
Ich machte damals mit Jessica Schluss, weil ich sie dabei erwischt habe, wie sie mit meinem besten Freund auf einer Highschool-Party geschlafen hatte. Das war perfekt. Wunderbar. Wir hier bei Buchwald Industries zielen darauf ab, Ihnen gute Dienste zu erweisen. Wollen Sie einen weiteren Termin machen? Ja, das will ich. Name? Dan, ich habe seinen Nachnamen nicht. Er ist ein Bauunternehmer. Dan Aaron Shibia, 13. Juli 2032. Wollen Sie den Termin verschieben? Ja. Würde Mittwoch für Sie passen? Sagten Sie nicht, dass Sie Dienstag einen Termin frei haben? Hatten wir, jedoch wurde dieser Termin unglücklicherweise von einem anderen Mitglied besetzt. Würde Mittwoch für Sie passen? Nein. Mittwoch habe ich ein Bewerbungsgespräch. Was ist mit Donnerstag? Unglücklicherweise wird Donnerstag nicht gehen. Ihre Erneuerung ist auf Mittwochnacht angesetzt. Was? Unglücklicherweise wird Donnerstag nicht gehen. Ihre Erneuerung ist auf Mittwochnacht angesetzt. Können wir meine Erneuerung verschieben? Natürlich können wir das, Sir. Da ist immer ein Weg. Wie? Buchwald Industries ist immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Wir nehmen natürlich nur Mitglieder auf, wenn sie eingeladen werden. Traurigerweise ist unsere Mitgliederrate in den letzten Jahren gefallen. Wirtschaftliche Rückschritte, Kriege, politische Angelegenheiten. Was Sie tun müssen, damit Ihr eigener Termin der Erneuerung verschoben werden kann, ist uns zu helfen, mehrere Mitglieder zu bekommen. Wie viele Mitglieder muss ich werben? 1000. 1000? Ja, Sir. Andernfalls können wir Ihren Termin nicht verschieben. Wir müssen Sie darüber informieren, dass das Mitglied, welches Ihren Termin veranlasste, einen Anstandsanruf wünscht. Alles um mich herum stand still. Ich bin bisher nur so durch mein Leben gerast, habe nichts erreicht, nichts bewirkt. Ich werde Ihnen 1000 Mitglieder beschaffen. Wir von Buchwald Industries bedanken uns und heißen Sie willkommen im Club. Wir wünschen Ihnen einen fabelhaften Tag. Ich legte auf und starrte das Telefon für eine lange Zeit an. Meine Erneuerung ist auf Mittwoch angesetzt und irgendwo erwartet irgendwer einen Anruf, um meine letzten Atemzüge zu hören. Wenn ich nicht 1000 Mitglieder für Buchwald Industries beschaffe. Das ist lustig. Ich wollte immer einem Elite-Club beitreten. Skull and Bones, New World Order. Ich war mir nicht sicher, wie ich hineinkam. Jedoch bin ich jetzt ein Mitglied. Ich habe noch bis Mittwoch Zeit, es zu genießen. Wie ich schon am Anfang sagte, selbst wenn du mir helfen wollen würdest, würde mir deine Hilfe nichts bringen, denn deine Hilfe ist nutzlos, da du kein Mitglied bist. Mitgliedschaft nur auf Einladung. Ich lade dich hiermit ein. Du kannst mir helfen. Ruf einfach an. 001 630 296 753 6.